Hallo Leute, ich bin Petrus und ich bin einer von Jesus' besten Freunden. Das war aber nicht immer so. Bevor ich Jesus kennenlernte, hieß ich noch Simon und lebte mit meinem Bruder Andreas am See Genezareth. Wir waren beide Fischer. Das ist ein schöner Job. Wir konnten viel draußen sein und von dem Fang konnten wir nicht nur selbst essen, sondern haben auch viele Fische auf dem Markt verkauft. Bis auf den einen Tag, ich weiß es noch genau. Es war warm, die Sonne hat geschienen. Zwei Freunde von mir, Jakobus und Johannes, sind vorbeigekommen und haben erzählt, wie viele Fische heute im See sind. Ich bin aus dem Haus gekommen und meinte noch zu Andreas: Andreas, nimm heute mal die großen Netze mit, wir werden bestimmt einiges fangen. Dann waren wir aber den ganzen Tag auf dem See und sind herumgefahren, haben die Netze immer wieder reingeworfen und überhaupt nichts gefangen. Ich saß gerade an meinem Boot und überlegte, was ich jetzt zu Hause erzählen soll. Da kam Jesus vorbei. Wir waren noch ganz alleine. Er meinte: Jungs, fahrt noch mal raus, ihr werdet was fangen, da bin ich mir sicher. Ich dachte mir nur: okay. Aber hat er irgendwas Besonderes an sich? Also sind wir wieder rein ins Boot und raus aus dem See. Und was passiert? Wir fangen so viele Fische wie noch nie. Unglaublich. Ich weiß noch, wir mussten Leute zur Hilfe rufen, um die alle überhaupt an Land schaffen zu können. Jesus hat mir von Gott erzählt und dass ich mit ihm noch viele Wunder erleben könnte. Ich war absolut begeistert. Als wir fertig waren, meinte er zu uns: Wir sollen mit ihm kommen und auch anderen von Gott erzählen. Das mit den Fischen und wie er geredet hat, hat uns so überzeugt, dass wir alle stehen und liegen gelassen haben und mit ihm gelaufen sind. Von da an war ich sein Jünger. Und so wie Jesus erzählte, war es tatsächlich. Zum Beispiel war einmal meine Schwiegermutter krank. Die hatte Fieber und lag im Bett. Konnte gar nicht aufstehen. Wir haben den Arzt gerufen, aber nichts hat geholfen. Da kam Jesus hinein und hat sich neben sie gesetzt, ihre Hand gehalten. Und sieh, da, wo er weg war, ging es ihr viel besser. An dem Abend mussten nicht mehr wir uns um sie kümmern, sondern ist den ganzen Abend auf und ab gelaufen und hat uns versorgt. Und er hat nicht nur meine Schwiegermutter geheilt, sondern viele andere. Von Tag zu Tag glaubte ich mehr daran, dass er uns alle mal rettet. Aber komplett für ihn entschieden habe ich mich, als wir einmal auf See ausgefahren sind. Jesus wollte noch allein am Ufer beten und ist nicht mit uns gekommen. Es ging ein riesiger Sturm los. Es war ganz schön schwer, das Boot zu manövrieren. Und da hat jemand einen Geist auf dem Wasser gesehen. Alle haben sich erschreckt und schrien nur: Ein Geist, ein Geist! Ich habe dann genauer hingeschaut und das war Jesus, der gemütlich über den See zu uns lief. Ich habe ihn bis dahin einige krasse Sachen machen sehen, aber das hat nochmal alles getoppt. Ich dachte, wenn er es selbst kann, dann kann er vielleicht auch machen, dass ich es kann. Ich meinte: Jesus, mach, dass auch ich über Wasser laufen kann. Ich bin dann vorsichtig aus dem Boot geklettert und tatsächlich, ich stand auf einmal auf dem Wasser. Nur habe ich dann relativ schnell angefangen zu sinken. Da meinte Jesus: Simon, vertraust du mir etwa nicht? Da wusste ich, ganz oder gar nicht. Und von da an gab ich Jesus mein ganzes Leben hin. Und das habe ich auch allen erzählt. Wer mich fragte, dem sagte ich: Jesus bringt uns bei, so zu leben, wie es Gott gefällt. Und er wird uns alle dadurch retten. Auch Jesus ist das nicht entgangen. Und eines Tages hat er mich zu sich geholt und meinte: Du kennst mich am besten und erkennst wirklich, wer ich bin. Auf dich ist Verlass. Wenn ich mal nicht mehr da bin, dann sollst du unsere gesamte Gemeinde anführen. Und du wirst noch ganz vielen Menschen von Gott und von mir erzählen. Das war auch der Tag, wo ich meinen Namen Petrus bekommen habe. Das heißt nämlich Stein auf Griechisch, weil man auf mich bauen kann wie auf einen Stein. Ja, ja. Und so wie Jesus meinte, war es auch. Nachdem er in den Himmel aufgefahren ist, habe ich unsere Gemeinde in Jerusalem angeführt. Vielen Menschen in Jerusalem und darum herum von Jesus erzählt und dafür gesorgt, dass ganz viele von ihnen zu Jesus finden konnten.